Also es geht um Außerirdische, oder wie? I don't know why or how you were doing this. If you are doing this, but I need you to help me, Sam. I need to know what is going on. I need the crew. Power online. Well, the power is back, but the hatch to Universal is still offline. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic. Können wir gerade über die Tatsache reden, dass da jetzt gerade ein außerirdisches Wesen irgendwie auf dem Schiff war und versucht hat, mit der Emma Fischer und dem Sam zu kommunizieren? Können wir darüber ganz kurz mal... Das ist so... Passiert gerade und die Fischer ist so... Ah ja, okay, gut. Ich brauche jetzt Diagnostics. Bitte ein paar Programme durchlaufen lassen. Ich würde im Panikmodus verfallen, wenn da so ein außerirdisches Ding da irgendwie rumschwebt und mit mir hier Memory spielt. Also... Krass. Diagnostics, was wollt ihr jetzt nochmal haben? Ach Gott. What would you like me to do? Give me a diagnostic, Sam. I need to know why I can't get into Universal. Okay, Universal wird wahrscheinlich sein System Links, oder? System Links in Module EAS-1 are connected. Let's do something else then. Was ist hier? Ist auch eine Connection. System Links in Module UN1 are connected. Good. What else? Gucken wir mal, was Module IAS03 sagt. Vielleicht ist da ja nicht disconnected. Auch connected. System Links in Module IAS3 are connected. Nothing out of the ordinary there. Module IAS3 hull contact points are unresponsive. They maybe took some stress during the spin. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS-11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Aha. Wir sollen jetzt in die Sphere rein und sollen Barcodes scannen oder wie? Warte mal ganz kurz. Wir sind jetzt in der 9 und wir sollen in die 11, oder? Hat sie gerade gesagt, zum Scannen. Also das hier immer halb auf dem Kopf zu stehen, das ist auch irgendwie ein bisschen... So, was soll ich jetzt scannen? Ich brauche kurz mal wieder irgendwie so ein bisschen eine Position. So. Können wir nochmal kurz bei O reinschauen. Scans 4 Codes in ES11. Huch. Das ist aber echt, wie gesagt... ziemlich übersensibel. So, hier müssen wir aber scannen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Weil die Barcodes habe ich nämlich... Moment, da war was. Nochmal zurück. Ah, Laptop. Weil Barcodes habe ich zum Beispiel hier ganz viele. Weiß noch nicht. Combustion Unit. Refill Station. Ich meine, hier haben wir ja einige Barcodes, oder? Laptop. Also irgendwie müssen wir trotzdem hier irgendwas scannen. Sagt er ja gerade, dass wir... Ah, Moment. Was ist das? Upgrade Procedure. To allow for maximum mobility and protection from the vacuum of space, there are a minimum of 3 sphere upgrades for additional abilities helpful in carrying out the relevant work.
Prior to the extra-vehicular activity, scanning the appropriate upgrades with the spear in ES-11 will allow new firmware to be applied, enabling these features. Das heißt, wir müssen jetzt scannen und dann kriegen wir die Updates hochgeladen. Or placing a request on SAM. Users may combine the script compiler with all feature scripts to apply. Once applied, these features remain permanent and require full reboot to remove. Okay, also wir können jetzt die ganzen Sachen auf diese Sphäre oder auf SAM halt raufspielen. Und um die wieder loszuwerden, müssen wir das ganze System rebooten. Das heißt, wir können es dann einfach dann so lange behalten, wie nötig. Und jetzt? Kriegen wir hier ein Update, oder? Ne, wir müssen das hier noch scannen. Das ist... Sphere Script 1. Scan. High Variation Code that provides SAM with the Sphere Upgrade blablabla Script. This must be combined with the appropriate compiler in the SAMOS Mainframe. Whatever. Okay, was ist hiermit? Must be combined with compiler, provides blah, high variety code, upgrade 2 und das dritte Upgrade. Data combination now available. Combine files in the memory core mit Leertaste. Erstmal zurückgehen. So. Was? Data combination now available. Combine files in the memory core. Da oben. Combine data. Fragment remaining. RD research for fragment. Hier ist Hatch Schematic. Okay. Sphere Upgrade, Zoom, Connect Nodes. Okay, das heißt, das sind die ganzen Sachen, die wir jetzt gelernt haben, oder die Erinnerungen, die wir uns jetzt zurückholen. Zoom out. Zoom noch mehr raus. Was ist hiermit? Passt. Alles andere ist corrupted. Und wir haben jetzt hier noch ein Upgrade. Combine Data. Data Combination. Das da oben muss mit irgendwas kombiniert werden. Okay. Ah, Gott. So, Corrupted Data. Data Combination. Cycle Nodes, View Data. Das muss jetzt mit irgendwas verbunden werden, oder was? Damit kann ich es nicht verbinden. Das sind alles nur so... Muss ich das jetzt nicht irgendwie mit... Das hier oder so? Kann ich jetzt hier raus? Gut, weil ich musste das, was geblinkt hat, jetzt einfach mit den drei Modulen, die wir uns gerade angeschaut haben, verbinden, damit wir dieses ganze Upgrade, was wir da jetzt uns geholt haben, diese Firmware, dass die halt irgendwie auch bei uns im System auch ankommt. So, Boost. Was? Ein Boost. Ups. Ganz ruhig bleiben. Für einen Boost. Da steht jetzt Boost. Was boosten wir denn bitte? So, das ist Depress Airlock. So. EAS Airlock Controls, Pressure Controls disabled, Airlock not sealed. Dann machen wir mal Close.
Press. Jetzt hören wir auch nichts mehr, weil jetzt auch die Geräusche unterdrückt werden, weil halt nichts mehr da ist, was wahrscheinlich den Sound tragen kann. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. All to view details. Oha, warte mal. Re-engage EAS-3 hatch clamps. Ist ja schon mal sehr viel, was ich jetzt dann weiß. Aber warum habe ich zum Beispiel diesen Boost? Wenn ich jetzt einen Boost nehme. Das ist kein Boost. Wofür brauche ich den Boost? Wie weit darf ich mich von der Station entfernen? Das ist die nächste Frage. Oh mein Gott. Ich bin draußen im All. Huch. Bin mir nicht sicher, wie geil ich das finden soll. So, das haben wir verloren an der Station. Weil es ja abgerissen wurde und da ist, glaube ich, auch was passiert. Straight down, Sam. The controls are at the bottom of the EAS arm. So, EAS 2 ist hier. Und hier ist die 5. Wir müssen zur 3, ne? Bin ich jetzt gerade daran vorbeigeflogen? Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn ich daran vorbeigeflogen wäre. 5. 6. Map data missing. Na, ganz toll. Ja, ist gut. Check ich ja schon. Mach ganz langsam. Nicht, dass Sammy hier noch abschmiert. Getting closer. Look for the controls on EAS-3. Ja, ist sehr gut. Das ist die 1. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. 2. Was ist das da hinten? Leuchtet so. Out of range. Ah, das ist... Ah, okay, hier ist EAS-3. Hull Contact Error. Heißt... Clamp engaged. Clamp closed. Start Clamp Reset. Ja, bitte. Open Clamp Hold S. Error. Nochmal bitte. Och Gott, jetzt ernsthaft. Also... S drücken. Aha. S drücken. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal S drücken. Dann W halten, W loslassen und S loslassen. Gut, das heißt, die Clamps, die jetzt feststecken, die können wir jetzt mit dieser Vorgehensweise dann also erstmal alle wieder lockern. Passt. Es müssten eigentlich alle... That's it. The hull connection points are reading true. I think that's working. Yeah, it's working. It's gonna take a few minutes while the module connection runs its pressure checks. Sam, while you're out there, take a closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? Wo habe ich das jetzt nochmal detected? Inspect the exterior damage for possible cause. Ja, toll, aber ich habe jetzt vergessen, wo dieses Exterior-Ding war. War das bei der 4 oder war das bei der 2? Es hat irgendwie aber auch was, dass man mit dem Sam
immer wieder mal diese Störungen hat in der Kamera. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, als würde er immer wieder so die Verbindung kurzzeitig verlieren oder so. Ich bleib so nah an der Station, das glaubst du nicht. Weil ich habe keine Lust, dass ich ins Weltall irgendwie rausgeschleudert werde und dann nicht mehr zurückkomme. Hier hätten wir zum Beispiel einen ziemlich krassen Schaden. Solar Array ist irgendwie kaputt. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was sie wissen wollte. Sondern ich gehe davon aus, dass das da zum Beispiel die Schäden sind, die wir vorher irgendwie rausgefiltert haben. Dass wir da jetzt mal nah ranfliegen. Und irgendwie gibt es eine Möglichkeit zum Boosten. Ich weiß noch nicht, was die sonst damit... Ja, okay. Verstehe. Shift-Taste. Macht Sinn. So, können wir jetzt hier irgendwie was abscannen? Irgendwie nicht, oder? Ja. Wo habe ich jetzt einen Schaden an der Hülle gesehen? Vor allen Dingen, es sagt hier nur Inspect Exterior Damage for Possible Cause Spacewalk. Frage ist nur, welche Hülle ist gemeint? Bin ich nicht ganz sicher. Vielleicht da oben mal gucken? Ich glaube, das war ja auch irgendwie ein Schaden, den wir uns angeguckt haben von außen. Wo wir jetzt mal hinfliegen können, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der ist. Ich glaube, der Schaden, den sie meinte, der war ja an der Hülle irgendwo. Das, was wir uns angucken, sind ja jetzt hier die abge... Ah. Da gibt es zum Beispiel irgendwas zum Anschauen, weil das irgendwie verbrannt aussieht, aber... auch nicht das, was jetzt sie wissen wollte. Ja, auch irgendwie interessant. Was ist das hier für ein Teil vom Schiff? Genau ist das. Da ist aber ein Laptop drin. Hören was? Wir tun einfach mal so, als würden wir es nicht hören. Der Sam hat das abgeschossen, das Modul. Der hat das einfach von der Basis getrennt. Das ist spannend. Gut zu wissen. Und der Josh hat sich jetzt natürlich die Frage gestellt, wie war der Sam jetzt in der Lage, das zu bewerkstelligen? Weil er sollte das eigentlich nicht machen dürfen. Welche Sachen von der Basis absprengen. Okay. Das heißt, hier ist, glaube ich, nicht mehr viel zu finden. Aber gut, dass wir den Weg gegangen sind, weil so konnten wir jetzt noch etwas finden, was zu einem Achievement geführt hat. Das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, weil es ist so eingestellt, wenn wir über die Xbox-App, über die ich jetzt gerade auf dem PC spiele, die ist so eingestellt, dass es nicht angezeigt wird, wenn die ein Achievement aufploppen lässt. So, jetzt würde ich mal gern wissen, wo jetzt der Teil von dem Schiff ist, den ich untersuchen soll. Inspect exterior damage for possible cause. Warum kann man nicht sagen, bei welchem Teil das war? Da ist schon wieder ein Astronaut, der einfach da im Nichts schwebt. Hier genau in der Mitte. Was auch immer uns das sagen soll. Okay, jetzt muss erstmal wieder die Kamera ein bisschen klarer stellen.